Es gibt in der Brucker Rosseckestraße wieder ein Bastelgeschäft, besser gesagt Erlebnisladen. Bettina Langmeier möchte mit Bastelzubehör für Hochzeiten, Taufe, Erstkommunion sowie saisonellen Basteltrends all jene, die gerne selber machen, die Möglichkeit geben, das, was man eben dazu braucht, in ihrem Erlebnisladen einzukaufen. Ich wollte immer schon ein Geschäft haben, wo man Geschenke kriegt, wo man basteln kann, wo man aber gleichzeitig Kaffee trinken kann, wo man Leute trifft, wo man trotschen kann. Nicht nur einkaufen und nicht nur Kaffee trinken, sondern alles in allem. Ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt und wollte so ein Geschäft, wie das jetzt ist, schon mit 19 Jahren haben. Dann ist aber was dazwischen gekommen, wie das halt oft im Leben so ist. Aber jetzt hat sie es geschafft und möchte außer Bastelzubehör auch Geschenksartikel wie regionale Produkte, moderne Designs, lustige Geschenke anbieten können. Eine gemütliche Kaffee-Ecke, um über kreative Ideen zu plaudern, inbegriffen. Basteln Sie selber auch gern? Alles, was so mit Handwerklichkeit ist, also Nähen und das jetzt nicht, aber so Fimo und Perlen und Bänder und mit Holz und diesen Sachen. Ihr Wunsch wäre, dass sich viele Bastelfreudige zwecks Gedankenaustausch oder zu einem Ideenplausch ins Geschäft kommen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 18, Samstag von 8 bis 13 Uhr.